Schildkrötenbrände hinter mir, die Grasbruchanläufe, und da die gerade angewölkt das Gras angeliefert mit einem Kopfenlagerwagen, ne? Damals diese Trocknungsanlage, mein Vater hat da Land gegeben und die wurde da auf unserem Land gebaut. Hatte goldene Zeiten mit Mais trocknen. Heute ist das ein bisschen anders. Es ist Silozone, es braucht viel weniger. Aber nichtsdestotrotz, die Anlage läuft immer noch und auch für einen ZB-Biobauer eine gute Alternative, eiweißreiches Futter zu machen. Jawohl.